This is Anfield, liebe Zuschauer. Willkommen in Liverpool. Ich begrüße Sie zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind für Sie live dabei und es kann eigentlich keinen Zweifel geben. Dieses Spiel hier, das wird richtig interessant. Liverpool gegen Young Boys Bern. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Highlight. Wir erleben hier heute ein wirklich tolles Duell. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also, gut, dass es gleich losgeht. Hier ist die Aufstellung von Liverpool. Im Tor ist Alisson. Sadio Mané steht mit Mohamed Salah auf den Flügelpositionen. Und vorne agieren sie in dieser Begegnung heute mit zwei Stürmern. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation. Vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. In Anfield beginnt die erste Spielhälfte. Wir legen los mit dieser Partie. Fabinho. Ozan Kabak. Wijnaldum. Ja, starker Pass. Jorginho Wijnaldum. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Sieht gefährlich aus. Jetzt die Gelegenheit. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos. Jetzt ist Jürgen Klopp gefragt. Jetzt muss er sich was überlegen. Rückstand und wir sehen an seinem Gesicht, der ist nicht glücklich. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Robertson. Am Ball Wijnaldum. Sie holen sich den Ballbesitz. Fabinho. Jetzt müssen sie aufpassen. Thiago. Könnte der Ausgleich werden. So, das nächste Tor. Das könnte heute wirklich eine torreiche Partie werden. Gefällt mir ja bisher richtig gut. So kann es weitergehen. Nochmal der Blick auf dieses Tor. Erst kommt der Doppelpass und dann macht er das super. Aus der Halbdistanz wuchtig im Tor untergebracht. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Kaum einer freut sich so schön wie Jürgen Klopp auch hier nach diesem Ausgleich. Und wir wissen das ja, der will jetzt mehr. Eins, eins, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen.
Number 9, Roberto Firmino. Elia. Da ist die Balleroberung. Der Angriff könnte was werden. Genau hinschauen jetzt. Wahnsinn! Direkt der nächste Treffer. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Das ist Wahnsinn! Sie treffen direkt nochmal. Und jetzt müssen Sie hier aufpassen, dass Ihnen das Spiel nicht komplett entgleitet. Für den Moment sind Sie jedenfalls geschockt. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Number 10, Sadio Mane. Lustenberger. Da verlieren sie den Ball. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt Thiago Alcantara. Jorginho Wijnaldum. Das könnte eine Gelegenheit werden. So, Konterchance, vielleicht jetzt. Das könnte die Gelegenheit geben. Elia. Wunderbarer Konter und auch das Tor war richtig gut. Wolf, was für eine Szene, was für ein Angriff aus dem Lehrbuch. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat, viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Jetzt bin ich gespannt, wie Klopp reagiert. Was wird er sich einfallen lassen? Die Führung ist erstmal futsch. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Fabinho, Ballverlust Liverpool. Viel Übersicht bei diesem Pass. Und die Balleroberung, wichtig. Liverpool mit dem Ballverlust. Da kommt der Pass auf außen. Salah fängt den Ball ab. Jorginho Wijnaldum. Chance zur Führung. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Lustenberger. Roberto Firmino. Das ist Thiago. Und nun Firmino. Fabinho. Gute Aktion. Tor Liverpool. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann zieht er aus der Mitteldistanz wuchtig ab. Da ist der Torhüter absolut machtlos.
Fünf Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Number 6, Thiago. Ah, sie verlieren den Ball. Roberto Firmino. Da verlieren sie den Ball. Ja, da ist Platz jetzt. Super Trick, er kommt vorbei. Elia, er schießt sie heute fast im Alleingang ab. Tor Nummer 3. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann wählt er das kurze Eck. Richtige Entscheidung. Er kann den Keeper überlisten. Blicken wir auf Jürgen Klopp. Ja, da geht er natürlich immer mit, da leidet er mit. Was macht er jetzt nach diesem Ausgleich? Ein tolles Spiel, wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Fabinho. Am Ball, Ronaldo. Jetzt Firmino. Gleich 6 Tore gab es hier in den ersten 45 Minuten. Und trotzdem, Prognosen unmöglich. Es steht 3-3. Mohamed Salah tut sich unheimlich schwer in diesem Spiel. Ja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. Damit machen wir hier weiter. Der zweite Spielerschnitt kann losgehen. Es steht unentschieden. Es bleibt hier also weiter spannend. Lustenberger. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Oh, da ist er durch. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Sie gehen in Führung, der Außenseiter tatsächlich vorne. Und das noch nicht mal unverdient, Wolf. Sie zeigen eine konzentrierte Leistung, das geht in Ordnung. Jürgen Klopp, ja, unübersehbar, der ist frustriert. Das Gegentor hätte er natürlich gerne vermieden. Und jetzt bin ich auf die Reaktion gespannt. Ein unfassbar offensiv geführtes Spiel bis hierhin. Beide Teams treffen fast nach Belieben. Nur die Torhüter können einem ein bisschen leid tun. Fabinho. Wijnaldum. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Jorginho Wijnaldum. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Da kommt das Zuspiel für Thiago. Thiago mit dem Ball. Was für eine Technik, mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Jürgen Klopp, wie er leibt und lebt, da fiebert er mit, da jubelt er mit. Ach, das sind schöne Szenen nach diesem Treffer. Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist diese Vorlage. Und dann macht er das super aus der Halbdistanz, wuchtig im Tor untergebracht.
Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Elia. Lustenberger. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Abwehr klebt an ihm, aber dennoch gute Ballannahme. Da kann er sich den Ball holen. Fabinho. Jorginho Wijnaldum. Ja, da ist er zur Stelle, Ballgewinn. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Pass auf Sadio Mané. Steilpass kommt nicht an, abgefangen. Hätte eine gute Aktion werden können. Lustenberger. Jetzt ist es gefährlich. Da lassen sie den Ball gut laufen. Gefährlich. Und jetzt der Schuss. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Wijnaldum. Am Ball Robertson. Keine gute Phase von Liverpool. Um ein Haar der Rückstand. Aber die Fans sind da. Thiago. Thiago mit viel Druck nach vorne. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Jetzt muss es schnell gehen, dann kann es gefährlich werden. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Salah. Thiago. Macht er das Tor? So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Fabinho. Roberto Firmino. Guter Pass. Sie gehen in Führung. So kurz vor Schluss. Das Ding müssen sie gewinnen. Und da hält Jürgen Klopp nichts mehr auf der Bank. Da ist er mittendrin. Alle liegen sich in den Armen. Emotionen pur. Das Epizentrum der Glückseligkeit. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Elia. Noch sind sie hier knapp vorne, Buschi. Kurz deine Einschätzung. Was erwartest du von der Schlussphase? Noch hat Liverpool die Nase vorn, aber das ist so eng, das ist so ausgeglichen. Da kann doch alles passieren, Wolf. Aber Liverpool kämpft. Das ist nicht zu übersehen. Das ist ihre Schlussphase. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Ball läuft da gut jetzt.
mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Trent Alexander-Arnold. Ball jetzt bei Alexander-Arnold. Alexander-Arnold sehen wir da. So, sie verteidigen hier ihren Ballbesitz und sie verteidigen dieses Ergebnis. Wer will es ihnen verdenken? Das ist nicht schön, aber es ist zweckmäßig. Jorginho Wijnaldum. Wird das die Entscheidung? Liverpool macht das Tor. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann bringt er diesen strammen Schuss aus der Mitteldistanz, sodass der Keeper ohne Chance ist. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. Noch ein Tor. 6:4 steht es in dieser verrückten Partie mittlerweile. Schlusspfiff in dieser Partie. Die Gastgeber holen sich hier also den Sieg. Tja, an diesem knappen Sieg sehen wir mal, wie stark diese Mannschaft wirklich ist. Es ist gar nicht so leicht, so ein Ergebnis über die Runden zu bringen.